Moin moin Leute, moin meine HSV-Fans. Mein Name ist Action Klaus und ich begrüße euch. Danke, danke. Und ich begrüße euch zu meinem HSV-Blog. Nur der HSV. Und ich dachte mir, ganz klar, da fängst du an mit den ersten Spieltagen, die wir unter uns hatten. Aber nein, liebe Leute, es gibt etwas viel Interessanteres. Abgesehen vielleicht noch von zwei Worten zu dem letzten Spiel gegen den Brauseverein, verdient verloren in meinen Augen. Timo Werner, fantastisches Spiel. Die Pfiffe fand ich jetzt nicht so groß von unseren Fans und von uns. Der Benger hat einen Fehler gemacht, hat ihn eingestanden. Leute, kann passieren. Ich möchte aber bei einem anderen Stürmer sprechen, über den Flop des Jahrhunderts, wie Kollege Kühne ihn nannte. Ja, Digga, ist klar, der Flop des Jahrhunderts. Und ich dachte mir, anstatt jetzt die ersten drei Spiele zu analysieren, fange ich doch einfach einmal an mit unserem Pierre-Michel Lasogga, den wir verdient haben an Leeds United, in die zweite englische Liga. Und die meisten haben es vielleicht mitbekommen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, dem zeige ich jetzt mal, wie der liebe Pierre-Michel Lasogga dort gestartet ist bei Leeds. Das ist natürlich völlig faszinierend und passt wieder so, naja, zu dem üblichen Verlauf, wie ehemalige HSV-Spieler bei anderen Vereinen spielen und einschlagen. Es ist einfach geil. Schaut euch das einfach mal an. Ich ziehe das mal hier ein bisschen größer, damit man das auch erkennt. Das ist ein Clip von Leeds United TV. Schauen wir uns das mal an. Okay, da soll der Keule. Du hast das Wort. You can talk us through them if that's all right, Pierre. And here is the first one. Union O'Kane obviously slipping that through to you there. It was a very nice finish, but also a good assist, and I think it was a good opener for the game. It was very nice. Yeah. Ja, a little bit unlucky, das kann man so sagen. Ansonsten, fantastischer Einstand, also gleich zwei Dinger reingeknallt. Da, wenn ich das richtig gesehen habe, erwartet doch der liebe Pierre-Michel Lasogga mit seiner Freundin, jetzt muss ich mal gucken, wie sie heißt, mit der Salina, Nachwuchs, also privat, beruflich läuft das fantastisch. Das ist wieder die Ironie, Digga. Was tut HSV? Gibt einen Spieler weiter. Ich glaube, wir zahlen noch die Hälfte des Gehaltes. Es ist einfach ganz großes Tennis, meine Damen und Herren. Und also ich freue mich für Pierre-Michel Lasogga. Jetzt ernsthaft. Wir werden sehr oft enttäuscht. Ja, wie oft haben wir im Stadion gesessen? Ja, wir haben eine Gruppe, unsere Dauerkartengruppe. Und immer wenn Lasogga am Ball war, ja, hier Ronaldinho 2 und Ronaldo 2 und Messi 2 und wie filigran. Ja, natürlich, er ist ein Sturmtank. Er ist einfach nicht. Er ist nicht Weltklasse. Er ist einfach ein Brecher. Er braucht die starken Zuspiele. Er braucht Leute, die ihm Räume schaffen, wirklich schnelle Stürmer links und rechts. Hatten wir die letzten Jahre nicht, ja, so what, okay. Aber es ist einfach fantastisch. Er ist weg vom HSV bei Leeds, Digga, und knallt er direkt zwei Dinger rein. Darauf spiele ich. La 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 Sorge. Er haut sie alle vom Hocker. Er macht ihn rein, wie der Kick, das ist klasse. Wie der Kick, das ist klasse. Er rockt die Masse, ist der Knaller der Liga. Manchmal auch zwei oder drei. Ja. Leider nicht so oft für uns, aber nichtsdestotrotz. Ich dachte, das ist vielleicht so als Impuls ein guter Start für meinen ersten Blogbeitrag für den HSV. Ausgerechnet mit einem Spieler, der nicht bei uns ist, aber direkt zwei Buden macht. Ey, Leute, ja, egal. Wollen wir mal schauen. Wir spielen ja gegen Hannover. Wollen wir mal gucken, wie das läuft. Und ich denke, danach werde ich mich auch nochmal melden und mal so sagen, wie gut ich das gefunden habe und wie gut wir gespielt haben. Und hast du nicht gesehen, ja, liebe Leute, ja. Das war jetzt mein Beitrag. Ich wollte wirklich nur ein paar wenige Minuten, ein paar wenige Sätze dazu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und danke. Danke und Leute, nur der HSV.